Allein der Sturm ist fast hier. Sehen Sie sich das an. Ich wäre nur höchst ungern heute Nacht draußen. Wir kommen zurück zu Alan Wake erstmal. Mehr schlechtes Foreshadowing kann ich mir gar nicht vorstellen, ne? Ich wäre nur sehr ungern heute Nacht draußen. Lass mich überlegen. Draußen heute Nacht sein. Ah, wer könnte das passieren? Wer rennt da sonst immer im Dunkeln rum? Trotzdem, ich würde jetzt gerne an diese Thermoskanne, die da oben stehen. Ich meine, wir können jetzt erstmal hier ein bisschen mit den Leuten reden, bevor es weitergeht. Da fehlt ein Little Happy Tree. Wo wir doch vorhin gerade bei Stories waren mit verkartete Samstage, Sonntage. Kommen Sie, Alan, hier lang. Ihnen niemals. Ist vielleicht die Schreibmaschine in Ihrem Zimmer aufgefallen. Sie haben geschrieben. Als Teil ihrer Therapie. Sobald sie sich in Gewachsen ja, das haben, schon sollten gesehen. Sie fortfahren. Er will so, dass ich schreibe. Hier ist noch eine Tabuskarte. Da oben war auch eine. Komm ich da hin? Ach ja, guck mal hier. Patient Rooms. Cabin Chance 5%. Auf jeden Fall in einem verkaterten Sonntag neulich haben wir dann auch wieder schön Bob Ross geguckt. Der Stromversorgung erwähnt. Vielleicht gab es deshalb den Generator und die Lampen auf dem Balkon. Der Generator war ausgeschaltet und es gab keinen Schlüssel. Mhm. Problem mit der Stromversorgung. Hat er das erwähnt? Oder ist wie ein QR-Code? Also laut Aussage meiner Zuschauer auf YouTube führt das zur Alan Wake Facebook-Seite. Also zumindest der eine QR-Code am Anfang. Es ist halt einfach behindert dunkel hier, ne? Ich meine, diese große Fensterfront ist ja ganz nett. Ha, jung, aber danke. Aber ansonsten ist, ja. Ja. Können wir hier einfach gehen? Was soll das Ding da eigentlich da vorne darstellen? Diese Sphäre, die von drei Ranken gegriffen wird. Das ist aber schon sehr. Sehr mysteriös. Meine Herren, beruhigen sich. Das ist aber ein stattlicher Kamin, ne? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er die Bude heizt. So, okay. Es ist halt kein Flieger. Das ist halt irgendwie, das ist nicht mal ein Gorilla. Das ist einfach nur ein fetter Typ, ne? Wasser. Also. Kleines schwarzes Ding und dann. Eine große Dunkelheit. Das untere sieht aus wie eine Person. Irgendjemand, der sich da... Willkommen in der Cordon Lake Lodge. Wir sind hier, um die spezielle Hilfe zukommen zu lassen, die Sie benötigen. Bitte beachten Sie doch Folgendes. Bitten Sie Freunde oder Familienmitglieder, Besucher vorher anzukündigen, um sicherzustellen, dass Sie nicht in Ihrer Therapie und oder Kreativphase stören. Bitte respektieren Sie das Bedürfnis Ihrer anderen Patienten nach Privatsphäre, vor allem, wenn Sie sich in Ihrem eigenen kreativen Prozess befinden. Haben Sie Geduld. Für gewöhnlich haben unsere Patienten langwierige Kreativitätsprobleme, die Sie nicht über Nacht lösen lassen. Geben Sie sich selbst die Zeit, die Sie brauchen. Vergessen Sie nicht, dass Sie sich freiwillig Ihrer Behandlung unterziehen, die speziell für Sie entwickelt wurde. Die Bindungstherapie und Ihre Schwestermethode, der Fluss, funktioniert am besten, wenn Sie aktiv an Ihrer Gestaltung teilnehmen. Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, sie zu stellen. Der Typ klingt immer noch mehr nach einem Tag Quacksilber. Oh, da hinten ist ein Fernseher. Da hinten liegt eine Seite. Ich will da hinten. Nein, danke. Ach so. Was ist denn das? Römer bringt mich um. Ein Sturm zieht auf. Was für ein Sturm. Oh, die spielen Night Springs. Ich hoffe, er tilgt diesen Ort vom Angesicht der Erde. Und diese beiden hier sind die Anderson-Brüder, Odin und Thor. Sie hatten eine, wie soll ich sagen, eine Heavy-Metal-Band in den 70ern und 80ern namens Old Gods of Asgard. Sie nahmen sogar neue Vornamen an, um den Eindruck, sie seien Wikinger-Götter, abzurunden. Nach der Trennung der Band haben sie auf einer Farm in der Nähe gelebt. Sie befinden sich in einem, nun ja, fortgeschrittenen Stadium der Demenz. Man kümmert sich um sie, fast liebevoll, möchte ich meinen. Mehr kann man nicht für sie tun. Ich fürchte, ihr Rock'n'Roll-Lebensstil hat Spuren hinterlassen. Die saßen doch neulich noch im Diner und waren relativ klar. Reicht nicht. Ich bedauere, das Gespräch beenden zu müssen, Alan. Der Strom scheint zu schwanken. Ich sollte mal nachsehen. Wir reden später weiter. Gehen Sie doch so lange auf Ihr Zimmer zurück und versuchen Sie zu schreiben, wenn Ihnen danach ist. Es wäre wirklich das Beste. Meinen Sie nicht? Leute, die meinen Sie nicht sagen, ne?
Ich würde ihn gerne schlagen mit einem Hammer. Oh, er würde nur zu gern unsere Geheimnisse rauskriegen, aber er hat keine Ahnung. Er ist nicht verrückt genug. Nicht so wie wir, Kleiner. Ja! Verrückt sein ist hier Voraussetzung, Kleiner. Wer sonst könnte die Welt verstehen, so wie sie jetzt ist? Nur ein wirklich Verrückter kennt das Verrückte. Sowas Vernünftiges habe ich lange nicht gehört. Vernunft! Du bist in Ordnung, Tom. Hey, wir mögen ihn, was, Bruder? Er muss zur Farm gehen. Die Anderson Farm! Valhalla! Wir haben alles aufgeschrieben, falls wir es vergessen. Ein Crashkurs. Alles, was du wissen musst, um wieder klar zu denken. Du musst die Botschaft finden. Hier, Kleiner, hier ist was für dich. Hab dieses Zeug nicht vertragen. Aber ich hab's gerettet von diesen Bastarden. Thomas Zane, Schriften, sein Assistent. Zane konnte die Gedichte spüren, wie sie Gestalt annahmen und Dinge formten. Beim Experimentieren stellte er sich vor, er könne die Macht durch die Schreibmaschinentasten spüren. Es berauschte ihn, erfüllte ihn aber auch mit Furcht. Wäre nicht sein Assistent Emil gewesen, hätte er aufgegeben. Doch Emil überzeugte ihn vom Gegenteil. Auch er war wortgewandt. Aha. Mein Kopf wurde klarer. Oder ich versank wieder in meiner Fantasie, wenn es nach Hartman ginge. Ich war überzeugt, dass er mich anlog, und zwar durchweg. Verrückt oder nicht, die Andersons waren vertrauenswürdiger. Tom, hast du Schnaps dabei? Ja, nein. Tut mir leid. Am Hammer haben wir einen ganzen Vorrat von dem speziellen Trank. Nach eigener Formel. Regionale Zutat. Medizin. Mach deinen Kopf frei. Dann erinnerst du dich, als würde Mondlicht dein Hirn erhellen. Ah, jetzt sehe ich's erst. Lederflicken am Ellbogen. Nicht gerade Rock'n'Roll. Tom ist einfach verloren. Wer nicht? Baba Yaga hat ihn sich auch gekrallt, die verdammte Hexe. Sie hat uns alle benutzt. Uns alle bestohlen. Hat meinen Donner geklaut, diese Hexe. Und meine Raben, das waren, wie hießen sie? Memory and Thought. Hexe. Dir hat sie auch etwas weggenommen, oder? Das ist ihre Art. Oh, wir sind jetzt besser dran. Dieser Ort, der See, verleiht eine Macht. Wenn man ein Schöpfer ist, Künstler, ein Gott. Nightmare shifted in the sleep, in the darkness of the lake. Ja, genau das meine ich. Sie sorgt dafür, dass es verdreht und falsch erklingt. Frag einfach die Lampenlady. Sie weiß, was dem anderen Schriftsteller zugestoßen ist. Sie hat dich benutzt, Junge. Und du hast es zugelassen. Du hast dir sogar die Tür aufgehalten, nicht wahr? Immer sachte. Ein Stück weit war sie schon auf. Und wessen Schuld ist das? Wir sind moralisch verdorben. Bis ins Mark verseucht. Alt und senil. Das heißt aber nicht, dass er die Tür ganz aufmachen musste, verdammt. So das ausgelaugt haben die Farm nah am See gebaut. Einem Ort der Macht. Also das, was haben wir dafür Feste gefeiert, Mann? Du solltest hingehen und eine Party feiern. Ein Ort der Macht? Der fette Bobolda hat den Verstärker durchs Fenster geworfen. Hat diese Hippie-Tussi am Hinterkopf erwischt. 15 Stiche und eine Gehirnerschütterung. Bob ist jetzt tot. Leukämie. Stiche, Spitzel und Betäubungsmittel. Ein übler Ort. Also ein Ort der Macht. Müde, ein Mann. Ein direkter so Zugriff zur Astralebene vielleicht sogar. Das wäre also das, aber die Macht des Schreibens kommt von Cordon Lake. Also es ist eine inhärente Eigenschaft dieses Orts. Also er als Autor kann das nicht immer. Jetzt habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt, ob das die Macht des Schreibers nur in diesem Ort ist oder ob das immer ist und das sich halt nur über die Zeit manifestiert. Warte mal, wir können. Ich bin ein Albtraum und für dich gibt es kein Erwachen.
Du kannst einen Albtraum nicht verletzen, denn alle Träume sind nur Einbildung. Sie finden nur in deinem Kopf statt. Und wenn du aufwachst, gibt es sie nicht. Also darfst du nicht aufwachen, denn ich habe jetzt das Sagen und ich will nicht verschwinden. Mein Albtraum ist, dass die Publisher-Leute was beitragen wollen, damit sie sagen können, sie hätten was beigetragen. Dann gibt's plötzlich Fokuhilas, weil die Fokuhilas lustig finden. Aber es sollte gar nicht darum gehen. Und jetzt geht's doch um Fokuhilas. Und wenn eine Szene in Zeitlupe ist, nennen sie es Fokuhila-Time, weil die Umfragewerte sagen, dass die Fokuhila-Time der Bringer ist, um bei der Zielgruppe voll einzuschlagen. Und das meinen die ernst. Die sagen es wie Serienkiller, mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Mein Albtraum sind die Autoren. Die wollen, dass alles von den Figuren bis zu den Toastern redet, die ganze Zeit und seinen Gefühlen Ausdruck verleiht. Die halten nicht mehr die Klappe und auch die Autoren halten nicht mehr die Klappe, weil sie auch Gefühle haben und ich muss ihnen zuhören, weil sie keine Angst vor mir haben und alle sollten einfach nur die... Ein Ort der Macht. Ist jetzt die Tür hinten offen? Verdammt. Da liegt eine Seite. Ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll. Es gibt einen Ort der Macht. Ich meine, das Ort der Macht ist halt relativ generisch, ne? Aber... sie redet nicht. Ich nehme an, diese Vordertür hinaus spazieren ist keine Option. Das haben wir schon gelesen. Hey, Wake! Tun Sie Dr. Hartmann doch den Gefallen und versuchen es mal mit dem Schreiben. Die Maschine steht in Ihrem Zimmer. Die Türen waren versperrt. Hartmann und die Schwestern hatten Schlüssel, aber es war unmöglich, an sie ranzukommen. Wie gesagt, der Typ sieht nicht besonders fit aus, ne? Obwohl Wake ist wahrscheinlich auch nicht gerade in diesem Muskelprotz, ne? Irgendetwas stimmt nicht. Ich bin nicht mehr ich. Ich kann kaum denken. Ein Schatten ist in meinem Kopf. Ich kann nur schreiben, alles andere verschwimmt. Ich bin seit Tagen in dieser Hütte, aber draußen ist es immer dunkel. Meine Lektorin ist real. Ich habe sie wieder gesehen. Sie, es ist nicht menschlich. Ein Dunkel mit dem Gesicht einer alten Frau. Schatten umklammerten sie. In ihrer Brust ist ein Loch, da wo das Herz sein sollte. Ich glaube, ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht. Ich werde Alice so nicht retten. Es hat mich belogen, um die Geschichte zu bekommen. Und die Geschichte wird wahr werden. Also das Dunkel tut etwas, damit die Geschichte wahr wird. Das meinten die Andersons mit, wir haben die Tür aufgestoßen, die schon ein Stück weit offen stand, weil Thomas Zane gemacht hat. Vor allen Dingen, also Emily Hartmann ist schuld an der Dunkelheit. Im Großen und Ganzen. Also die Macht war inhärent schon immer da. Emerson. Aber jetzt... Und Tom Zane? Hartmann wollte, dass ich schreibe. Ich wusste, ich konnte nicht, aber ich dachte mir, ich sollte erst mal mitspielen. Ich hatte keine Wahl. Pfleger Birch bewachte mich scharf. Ich sehe hier einen wunderbaren Haugegenstand. Ich sehe hier einen Stuhl. Also wenn Gewalt eine Option ist, sehe ich hier mehrere potenzielle Waffen. Muss ja bloß beim ersten Mal klappen, ne? Dissolé. Das haben wir keine Option. Na gut, dann gehen wir halt mal in der Schreibmaschine und tun wir was. Aber wenn es generisch ist, ich frage mich gerade, ob die sich damals extra Türen zu anderen Spielen offen gehalten haben. Also das ist ja das, was ich bei den Piranha-Bytes-Spielen immer so kritisiere, dass die gar kein Outlining machen, ne? Das ist ja das, was ich neulich schon mal erzählt habe. Das ist Storywriting. Wenn es interessiert, in irgendeiner Rissen-Episode, wo ich in der Stadt rumrenne, erzähle ich was zu verschiedenen Geschichtsschreibertypen. Was ich mir neulich mal angelesen hatte. Und das, da geht es halt so, dass es so Outline-Schreiber gibt, es gibt so Gärtnerschreiber und so Zeug. Und auf jeden Fall, dass so ein Outlining ist saumäßig wichtig, wenn du so Foreshadowing betreiben möchtest. Und das kommt mir so vor, als hätte Remedy da vielleicht ein bisschen den besseren Schreiber liegen. Na gut, dann gehen wir mal in die Schreibmaschine. Das weiße Leuchten der leeren Seite vor mir tut mir in den Augen weh. Meine Hände zittern unkontrollierbar. Hey Wake, Sie bleiben hier. Ich sehe nach, was los ist. Machen Sie einfach mit dem da weiter. Und kein Ärger, okay?
aber darin lag meine einzige Chance, hier rauszukommen. Wo hat er den verdammten Hammer her? Oh, jetzt kann ich bestimmt die... Jetzt kann ich bestimmt die Leiche von Schwester Isolde. Oh, eine Seite. Das haben wir ja vorher schon gelesen. Barry in der Lodge. Barry redete, während er Barry stolz herumführte. Immer wieder fing er von seinen Jagdtrophäen an. Barry war beeindruckt, doch er war wegen des Geschäftes hier. Er hob seine Stimme an und unterbrach den Monolog. Hey Hartman, wo steckt Al? Irritiert brach Hartman mitten im Satz ab. Er nickte einem hünenhaften Wärter in der Nähe zu. Der Mann lächelte und ließ eine geübte Hand auf Barrys Schulter klatschen. Aha. Das ist mein Sturm! Ich bin drin! Das ist sein Sturm? Das ist unsere Comeback-Tour, Baby! Halten die? Na gut, ich meine, wenn es diese Old Gods of Asgard sind, dann kriegen die natürlich... Das eine ist der Sturmgott, der andere der Dings, ne? Sinclair sah übel aus. Das war kein blauer Fleck. Der alte Knacker hatte sie hart getroffen. Gehörte sie zu Hartmans Gehilfen, hatte sie es verdient. Ich habe den Schlüssel zum Bürotrakt bei Sinclair gefunden. Kommen Sie raus und wagen Sie ein Tänzchen, Bird! Es wird Zeit, ich musste in Hartmans Büro. Er hatte alle meine Manuskriptzeiten. Dort bewahrte er sie auf. Verdammt, ich komme trotzdem nicht daran jetzt. Achso, das ist wahrscheinlich Hartmanns Büro. Das denn. Warte mal, bevor wir das aber machen, versuche ich nochmal jede andere Tür. Wo haben wir den Hammer her? Warte mal, hier bin ich aber nicht weit rein. Der Fernseher? Da war noch ein anderer Fernseher, ne? Kann ich jetzt vielleicht den Ding jetzt den Generator anschalten? Ich glaube zwar nicht, dass es der gleiche Schlüssel ist, aber wir versuchen es mal trotzdem. Ach, wie schnell den Typen die Ausdauer ausgeht. Ist ja schrecklich. Okay, die Lampe brauchen wir anscheinend noch. Dem fehlt so ein bisschen die E-Gitarre, habe ich das Gefühl. Ich betrachtete das Foto an der Wand genauer. Auf ihm war das Klinikpersonal vor der Lodge zu sehen. Ich kannte den Mann neben Hartman. Er war der Entführer. Hartman hatte die ganze Zeit mit mir gespielt. Okay, das war also der... Also dann ist es doch keine dritte Partei, sondern es war einfach nur Hartman, sein Mann. Hartman, hören Sie mich? Ich werde Ihren durchgeknallten Quäkerarsch verklagen! Achso, Barry ist hier schon länger. Oh. Ach guck mal, das sind die Bilder, die er gemalt hat. Guck mal hier, da ist doch unser guter Freund Carl Stucky. Die Hunde hatten wir noch nicht, oder? Mod, das hat man nicht glücklich. Mod konnte es in seinen Augen sehen, also senkte er rasch den Blick. Er hatte es verbockt und er wusste es. Die Schande des Versagens lastete schwer auf ihm. Er hatte nicht erwartet, dass Wake um mehr Zeit bitten würde und hatte zwei Tage gestammelt. Weniger als Wake wollte, damit er sah, wer das Sagen hatte. Doch das war nicht Hartmans Plan. Er hat es nicht erwartet? Wer ist das? Cynthia? Da sind die Krähen. Laut Beschriftung auf den Bändern handelte es sich um Hartmans Mitschnitte von Patientensitzungen. Auf einem der Bänder stand Alice' Name. Einen Moment lang stockte mein Atem. Hat sogar zwei Bildschirme. Also, Mrs. Wick, was können Sie mir über Alans Probleme berichten? Er gerät immer mehr außer Kontrolle. Auf den Partys ist er ständig so von Zorn erfüllt. Er wird gewalttätig. Er... Ihnen gegenüber? Nein, nicht mir gegenüber. Nein, niemals. Manchmal wünschte ich was. Alan würde mir eine scheuern. Denn das würde wenigstens zu einem Gespräch führen, dem er sich nicht einfach entziehen kann. Aber nein, Alan schläft nicht besonders viel. Und die Arbeit, naja, er schreibt nicht. Gar nicht. Er sitzt nur stundenlang da und wird immer frustrierter. Und ich kann nicht mit ihm reden. Nun, Mrs. Wake, was würden Sie ihm sagen, wenn er zuhören würde? Ich weiß nicht. Ich möchte sagen,
Ich sehe dich an und das bist nicht du. Nur irgendein Fremder, der dir ähnlich sieht. Er sieht mich durch deine Augen an. Und ich mag ihn nicht besonders. Und jetzt geht alles den Bach runter. Aber sagen Sie das denn nie? Nein, nein. Ich habe es versucht, aber er hört mir nicht zu. Er ist zu sehr in seine eigenen Probleme versunken. Redet immer über etwas anderes. Ich habe solche Angst, dass ich ihn verlieren werde und dass wir nicht mehr miteinander sprechen werden. Er lässt mich nicht mehr an sich heran, lässt mich im Dunkeln stehen. Ich bin so allein hier. Selbst wenn er zu Hause ist. Ich brauche Hilfe, Doktor. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Wenn Sie ihn einfach erschaffen, werde ich mein absolut Bestes geben. Ja, aber Doktor, Sie müssen vorsichtig sein mit ihm. Er wird Ihnen nicht einfach so zuhören und mit Ihnen kooperieren. Er ist der größte Dickschädel, den ich kenne. Das behalte ich im Hinterkopf. Als ich ihre Stimme hörte, das, was sie sagte, fühlte ich mich glücklich, angewidert und schuldig zugleich. Das Schlimmste war, dass ich die Worte wiedererkannte. Ihr Anruf, er war nur ein Mitschnitt, nur eine Aufnahme. Hm. Warum hat er nicht so uralte Technik? Meine Atombänder? Er hat irgendwelche Röhrenmonitore hier? Wir sind 2011, ne? Also, das ist ja nicht mal, dass die Technik so jetzt so 3 Jahre alt ist. Nein, nein, er hat ja wirklich uralte Technik. Also, ich finde übrigens, dass hier ziemlich viele Voice-Bilder sind und ich finde das nicht gut. Wir haben anscheinend Barry gefunden. Barry? Und auch Zeit! Barry, Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Wir müssen zu Hartmans Büro. Das ist gleich nebenan. Alles klar? Ja, ich meine, nein! Die Cops haben mich im Wagen von Rose gefunden. Die waren aber ganz okay zu mir. Ich bin hier ganz klar ein Opfer und habe verlangt, wie eines behandelt zu werden, weil ich sonst ihre Ärsche verklage. Ups. Das war die Windows-Taste. Apropos Ärsche, dieser FBI-Typ hat mich aufs Korn genommen, aber ich hatte keine Ahnung, wo du warst. Der ist verrückt. Aber er ließ mich gehen und dann habe ich den Anruf von Hartman erhalten, dieser Ratte. Er meinte, dass ich dich hier abholen soll. Aber als ich ankam, haben mich 2 Typen zusammengeschlagen und eingesperrt. Was? Woher hast du den Starschnitt? Den habe ich aus dem Diner geklaut, um Rose das heimzuzahlen, was sie mit uns abgezogen hat. Ja, das ist eine harte Bestrafung. Komm schon, Kumpel, wir müssen los. Die arme Rose, wenn überhaupt noch was von ihr übrig ist. Das ist ja nicht ganz klar, ne? Oh. Oh, Manuskript und ein Revolver. Das hier sind alle Seiten, die ich bei mir hatte. Und mehr. Alan, bitte. Ich glaube, das Spiel ist abgestürzt. Sie fallen wieder zurück in... Noch eine Lüge und ich schieße Ihnen in die Fresse. Ah, ja. Ein Versuch war es wert. Echt, Wake. Kommen Sie. Lassen Sie uns das gemeinsam angehen. Sie haben keine Ahnung, Hartman, was... Hartman, Klappe! Barry, jetzt raus mit dir. Ich hol dich ein. Besorg uns ein Auto. Oh, Al. Lass los! Uns. Wake, hören Sie mir zu. Das ist ein Fehler. Sehen Sie das nicht? Zusammen können wir etwas absolut Wunderbares erschaffen. Mit Ihren Fähigkeiten und meiner... Hat er gerade gegrinst? Aber wir haben neue Notizen. Hartman sieht, wie Hartman Wake fällt. Hartman verfolgte Alan Wakes Sturz durch sein Fernglas. Als der Schreiber aufs Wasser prallte, befahl er Jack, mit dem Boot hinzufahren. Die Position war dank der Extralichter auf dem Boot in der Dunkelheit gut zu sehen. Die Leuchtfackel trieb brennend auf dem Wasser. Jack drehte das Radio lauter, der Motor spuckte. Die Musik war grob und rasselnd. Den Anderson-Brüdern hätte sie sicher gefallen, doch Hartman ignorierte sie. Wake war endlich zum Greifen nah. Also die Musik tut was gegen die Dunkelheit, also Frequenz. Das Dunkel würde mich in Kürze haben. Ich musste einen Ausweg finden. Also Frequenz hat eine Folge. Das ist interessant, oder? Also die Musik tut etwas. Also ich gehe mal davon aus, dass die Musik nicht so umsonst erwähnt wird, ne? Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Na gut, unabhängig davon würde ich sagen, an der Stelle machen wir mal den klassischen Cliffhanger. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt Alan Wake. In der nächsten Woche
um 20 Uhr am Dienstag. Oder wenn du das hier ein paar Jahre später siehst, dann natürlich nicht mehr, aber jetzt halt krass, bis ich durchgespielt habe. So, tschüss!